Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wie versprochen, werden wir heute eine Eroberungsschlacht machen. Und die wird auch da vorne im Lager, denke ich mal, wird auch die Quest dafür sein. Da würde ich sagen, gehen wir mal dorthin marschieren. Und dann werden wir uns hier natürlich Fragezeichen für Fragezeichen weiter ins Landesinnere vorkämpfen, dass sie bald auch mal zu der komischen Arena kommen, wo wir dann Kultisten, Söldner und so weiter ausschalten können. Haben wir noch einige Kultisten, ich glaube noch 20 oder so vor uns. Also ist noch einiges zu tun, Leute. Adlerfrau, wenn du hier bist, steht uns Athena vielleicht doch bei. Was ist denn los? Diese scheißefressenden Spartaner haben uns festgenagelt. In der kommenden Schlacht könnten wir jemanden mit deinen Talenten brauchen. Gut, ich bin dabei. Das höre ich gern. Schicken wir die Spartaner zu Hades! Oh, jetzt aber. Haben wir schon wieder neun? Ja, vorne. Thank you.
geschafft! Läuft! So, schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen was looten können. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir noch mal weiter. Wollen wir uns noch das Fragezeichen hier? Das wird so ein kleines Lager sein. Okay, nur ein Schatz. Gut. Machen wir das hier noch mit. Wir sagen, wir gehen mal hier hoch in so einen Bogen hier rum. Oh, komm hier, mein Einhorn. Ella. Na komm. Zieh durch, meine Stute. Fanatischer Anhänger des Ares. Komm schon, komm. Hilfe! Los. Bitte hilf mir! Ja, interagieren. Mach mich los, bevor mir die Geier die Augen auspicken. Ganz zu schweigen von den Wölfen. Ich sah sie gerade erst in den Büschen. Ich bin eine Söldnerin. Du musst wissen, dass ich nicht umsonst helfe. Und du siehst nicht aus, als wärst du in der Lage zu zahlen. Warte, hör mich an. Diejenigen, die mir das antaten, nahmen mir alles, was ich besaß und ließen mich hier zurück. In ihrem Versteck horten sie viele Schätze und Kostbarkeiten. Befreie mich und ich verrate dir, wo du sie finden kannst. Weißt du was? Nö. Finde jemand anderen für deine Rache. Bitte komm zurück, Söldnerin. Dich erwarten Reichtümer jenseits aller Vorstellungskraft. Ja, ja. Und dann kriege ich 100 Drachmen. Kann ich ihn killen? Geht nicht, okay. Ich muss auch mal ein Schwein sein. Hilfe! Bitte hilf mir! Okay, hier scheint ein bisschen mehr zu sein. Hmph!
deiner Schuld. Hier verrennst du dir schon wieder. Berserker-Axt, aber die ist schlechter. Können wir sich eigentlich abzünden? Brennt es? Ja, es brennt. Können wir mal anzünden hier. Okay, was ist hier hinten noch? Die Dinger, da kannst du echt, wenn du falsch abbiegst, dann gehst du hier im Kreis. Hier geht's schon wieder raus. Okay. Schauen wir hier nochmal runter, da oben. Hier sind wir gekommen, glaube ich. Ja, hier sind wir gekommen. Genau, hier sind wir gekommen. Dann schauen wir hier hinten lang. Ah, hier sind Schätze. Okay, so, wir haben schon wieder fertig hier.
Ist ja komisch, dass es hier wieder alles aufgebaut ist. So. Hier mit zwei Quests hier haben wir es kompliziert. Mit nichts am Leib. Das ist praktisch der Typ, über den wir gerade geredet haben. Was ist los? Kann ich. Okay, Leute, machen wir mal eine kurze Pause machen. So, Leute, wieder da. Sorry für die kurze Störung. Okay, dann schauen wir doch mal. Wen wollte er treffen? Ich sollte es herausfinden. Was ist denn für eine Quest schon wieder? So. Sein Haus ist auf dem fruchtbaren Schlachtfeld von Missara. Fruchtbares Schlachtfeld. Er hält sich in der Schäferhütte auf der Hauptstraße nach Kleinägypten auf. Ich könnte jetzt hier überall sein.
Schäferhütte, Hauptstraße. Das kann eigentlich. Wir probieren es mal dort. Probieren wir es mal. Und dann gehen wir mal hier runter. Vielleicht ist er hier dann irgendwo. So, okay. Na, geh halt hoch. Ey, das verstehe ich immer nicht. Ab und zu mag das wirklich rum, dass er nicht gescheit klettern tut. Wir waren ja vorher schon mal in so einer kleinen Hütte, wo eigentlich nur ein Schatz zu plündern war, wo nichts anderes war. Vielleicht ist es ja, war es ja da. Ich muss mit ihm sprechen. Dann war das die Hütte, wo wir die Söldnerin erledigt haben. Das denn? Das Militär verdächtigt mich, Abtrünnige von der Front rauszuschmuggeln. Ja, na gut, sie wussten, dass ich es tue. Mhm. Oh, verfluchte Wachen! Sie schlagen hart zu. Hast du auf dem Weg hierher einen Mann gesehen? Einen dürren Idioten in den Farben der Armee? Ich fand eine Leiche in einer Schlucht. Da habe ich diese Nachricht entdeckt. Tot? Nein, das darf nicht sein. Wir hatten den perfekten Plan, ihn zu seiner Frau zu schaffen. Ich versprach ihr, dass er nicht enden würde wie die anderen Abtrünnigen. Du musst ihm nahestehen, wenn du dein Leben für ihn riskierst. Oder er hat dich sehr gut bezahlt. Aber ich tat es für das Mädchen. Mädchen? Welches Mädchen? Seine Frau? Es geht immer um ein Mädchen, nicht wahr? Naja, er wurde zwangsrekrutiert. Und sie weinte unentwegt. Und ich bin gut darin, Leute verschwinden zu lassen. Aber anders als du es tust. Also wollte ich ihnen helfen, wieder zusammenzukommen. Man findet kaum noch jemanden mit einem guten Herzen. Wir alle haben jemanden, auf den wir aufpassen wollen. Oder aufpassen müssen. Ja, das stimmt. Och. Wir müssen jetzt zu Isabel, ich meine zu seiner Frau. Wenn die Wachen hinter mir her waren, ist sie auch in Gefahr. Bitte geh zu ihr. Ich komme nach, wenn ich kann, und bringe sie in Sicherheit. Ich werde sie beschützen. Wie komme ich zu ihr? Folge der Straße nach Kydonia. Ihr Haus ist auf der linken Seite. Suche nach grünem Stoff am Türpfosten. Wieder zurückrennen. Schnell, ich komme nach, sobald ich kann. Schere. Okay, Kleinägypten. Im östlichen Teil von Kydonia. Könnte hier sein, eventuell. Gehen wir da mal hin. Wahrscheinlich wird das eine Festung sein, oder?
Also ich denke mal, da wird sie nicht sein. Ja, das ist eine Festung. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter und schauen. Irgendwann muss ja der... ...den mal aufplöppen. Unser Vogel. Ja. Okay. Anscheinend hat... Ist die schon tot, oder was? Oh, die ist tot. Ich sah die toten Wachen draußen. Gute Arbeit, Söldnerin. Sie waren vor mir hier. Ich konnte nichts mehr tun, außer sie zu rächen. Sie hat mir vertraut, Söldnerin. Ich wollte nur, dass sie wieder lächelt. Doch was ich auch versucht habe, ich brachte ihr nur Schmerz. So ist es schon immer gewesen. Ich hätte ihr nicht von meinem dummen Plan erzählen sollen, sie mit ihrem Mann zu vereinen. Das ist alles meine Schuld, nicht wahr? Nein, ist es nicht. Niemand wollte, dass es so endet. Und schon gar nicht du. Wenn sie gelächelt hat, war alles in Ordnung, weißt du? Mir war egal, wen sie angelächelt hat. Du hast dein Bestes getan. Aber das Beste ist niemals genug. Nein, nein ist es nicht. Nimm das. Ich wollte es ihnen geben, wenn sie aus Kydonia entkommen sind. Als Reserve für schwere Zeiten. Jetzt brauchen sie ihn nicht mehr und ich kann den Anblick nicht ertragen. Nimm ihn als Bezahlung für deine Mühen. Und jetzt geh bitte. Okay, gut, Leute. Jetzt haben wir hier mal alles ein bisschen abgearbeitet. Hier ist der komische Typ da. Ich würde sagen, nächste Fragezeichen sind hier oben und dann holen wir uns auch den Aussichtspunkt. Das schauen wir uns aber allerdings erst in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir kommen hier unserem Ziel immer näher. Nach Pevki. Pevki ist mein Ziel. Ich glaube, noch ein bisschen dauern, aber ich denke mal, in den nächsten zwei Folgen werden wir da ankommen. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, schaltet auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge ein. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.